kannst du dich schieben, oder Papa fahren. Ja, das ist in Frankfurt. Noch dank Thomas Spicker entstanden, der Deutschlehrer ist und freiwillig auch für Asylbewerber Deutschunterricht gibt. Und er ist auch der Chorleiter. Und ich würde gerne als erstes das Wort an Freddy Ovongo geben, der ein paar Worte sagt. Ich übersetze dann. Bonjour déjà tout le monde. Hallo alle zusammen. Parce que nous venons de très loin. Und vor allem ein herzliches Dank für dieses Willkommen, was ihr uns hier in Frankfurt bereitet, denn wir kommen von sehr weit her. Alors aujourd'hui la vie est très simple, il faut donc la prendre simplement. Et il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de musulman, il n'y a pas de chrétien. On est un d'abord parce qu'on vit dans un seul village qui est le monde. Also heute ist das Leben einfach recht einfach zu betrachten. Wieder auf und singt. Und ich würde vorschlagen, wir fangen an zu singen. Der Text ist ganz einfach. Auf, ihr Freunde, auf und singt, bis es immer besser klingt. Und wenn Sie so mit, wenn Sie so es mitgehört haben, dann bitte ich alle einzustimmen und wir singen dann zusammen. Auf, ihr Freunde, auf und singt, bis es immer besser klingt. Auf, ihr Freunde, auf und singt, bis es immer besser klingt. Auf, ihr Freunde, auf und singt, bis es immer besser klingt. Auf, ihr Freunde, auf und singt, bis es immer besser klingt. Auf, ihr Freunde, auf und singt, bis es immer besser klingt. Hey Dibe Zangalewa, hey Dibe Zangalewa, Deutschland Zangalewa, Wandumbu Zangalewa, Côte Nord Zangalewa, Deutschland Zangalewa, Kamerun Zangalewa, Irete Zangalewa, Kamerun Zangalewa, Deutschland Zangalewa. Und wenn man mal einige Jahre zurückschaut, dann war das genau der richtige Weg. Das ist überhaupt nicht mehr eine Stadt der Rechtsradikalen, eine Stadt, die nur ausländerfeindlich ist, Frankfurt, sondern eine Stadt, die sehr wohl mit einem Wandel in der Gesellschaft umgehen kann. Denn das will ich nochmal so deutlich machen. Möchte. Und weil wir alle Menschen sein möchten und Menschen sind, werden wir doch nicht die Menschen, die zu uns kommen, weil sie in Not sind, abweisen. Wir werden sie nicht diskriminieren, sondern wir werden ihnen das geben, was wir ihnen geben können. Wir Deutschen können nicht die ganze Welt retten. Und wir werden auch die nach Hause schicken müssen, die wir nicht alle hier aufnehmen können. Deswegen ist es richtig und wichtig aus meiner Sicht, dass Asylverfahren schnell und ordentlich und gewissenhaft geführt werden. Wenn du da, wo der Tunnel reinführt, ja, wenn du der Tunnel zur Lippenstraße, zur Lippenstraße, da ist die große Ursache.
auch.